Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, in dem ich euch die August-Lockenbox vorstellen möchte. Wie immer könnt ihr natürlich mit meinem Rabattcode SARAH10 10% auf eure erste Lockenbox-Bestellung sparen, auch in dem Lockenbox-Shop, in dem ihr alle Produkte findet, die in den Lockenboxen erschienen sind. Könnt ihr auch 10% sparen, es lohnt sich definitiv. Im August kam jetzt also diese ganz besondere Lockenbox. Wir sehen hier vor allem, dass das jetzt diesmal eine Stofftasche ist. Das finde ich wirklich super. Die ist richtig goldig. Ich meine, schaut sie euch mal an. Da sind so Kakteen drauf in verschiedenen Formen und Mustern. Wir haben eine richtig schön weiche Stofftasche, die ich auf jeden Fall behalten werde. Ich finde die zum Verreisen und für die ganzen Lockenprodukte, die man unterwegs mitnimmt, optimal. Also die ist schon mal wirklich 1+. Wenn wir in die Lockenbox reinschauen, haben wir diesmal eine besondere Marke. Die Marke gab es tatsächlich schon mal in einer vergangenen Lockenbox, aber es kam jetzt eine komplette eigene Reihe, eine neue Sorte von dieser Marke raus, die jetzt tatsächlich in dieser Lockenbox zum allerersten Mal überhaupt käuflich ist, erschienen ist und zum Testen da ist. Und zwar handelt es sich dabei um die Curl Flow Produkte und die Reihe Flow Revive. In der Lockenbox hier sind jetzt wieder 4 Produkte. Diesmal ist es eher eine Lockenbox für den Waschgang, aber auch ein bisschen gemischt mit Styling. Wir haben hier proteinhaltige Produkte. Diese Lockenbox ist jetzt also für mich persönlich nicht unbedingt was. Das war mir von Anfang an klar. Zwischendurch mache ich mal Proteinwaschgänge. Das ist völlig in Ordnung. Aber das kann ich einfach nicht jeden Tag machen. Deswegen zum einmal testen ist das wirklich völlig in Ordnung. Aber wieder eine Lockenbox im Vergleich zu den letzten, die ausschließlich Proteinprodukte enthält. Und auch die Proteine da drin sind wirklich sehr weit vorne in den Listen, sind relativ groß. Deswegen, das ist wirklich was für Haare, die Proteine lieben. Wir haben enthalten den Co-Wash der neuen Flow Revive Reihe. Das ist der hier. Alles hier in so einem schönen Grün gehalten, passend zur Stofftasche. Dann haben wir den passenden Conditioner in der vollen Größe. Das ist der hier. Sieht sehr edel aus mit dieser silbernen Kappe hier oben, finde ich. Dann haben wir einen Schaum, Flow Revive Foam. Dazu gleich nochmal mehr, wie der angewandt wird, auch wieder hier in dem Grün. Und zu guter Letzt das Gel der Reihe, das Defining Gel, das ist dieses hier. Ihr seht also, das ist eher so eine Routine für einen simplen Waschgang, der recht unkompliziert ist, der ohne viel Produkt auskommt und vor allem für proteinliebende Haare ist. Wir gucken mal etwas genauer rein, was so über die Produkte in dem Flyer steht. Wir haben hier also zuallererst den Co-Wash, kann man eben statt Shampoo benutzen bzw. Low-Poo benutzen. Ist eine sanfte Art, die Haare zu reinigen. Hierbei gibt es dann noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Das zeige ich euch gleich bei meinem Waschtag. An sich ist es aber eine super Alternative, um schonender die Haare bzw. Kopfhaut und den Haaransatz zu reinigen. Hier steht nochmal dabei, dass diese Produkte von Curl Flow brandneu sind, also so noch nicht erschienen sind. Tatsächlich jetzt erstmal im Lockenbox-Abo. Beim Co-Wash haben wir eben ein No-Poo-Produkt, das die Kopfhauthaare reinigen soll. Ist eine reinigende Spülung, den Begriff finde ich sehr gut. Wie immer sind natürlich auch alle Produkte von Curl Flow ohne harsche Chemikalien, ohne Sulfate, ohne Mineralöle, ohne Tierversuche, parabenfrei, silikonfrei. An sich ist das ja wirklich eine richtig tolle Marke. Ihr erinnert euch an meine Lockenbox mit den Curlflow-Sachen. Die fand ich wirklich astrein und finde die immer noch ganz toll. Hier steht jetzt drauf, man soll es an einem kühlen Ort lagern. Jetzt nicht explizit im Kühlschrank, aber es bietet sich an, wenn die Sachen länger halten oder ihr wenig davon benutzt, vielleicht nur kleine Mengen abzufüllen fürs Bad oder die Dusche und den Rest im Kühlschrank zu lagern. Wir haben hier einen nicht schäumenden, reinigenden Conditioner, der, wenn ich mir die Inhaltsstoffe angucke, Avocadoöl enthält. Okay, aber auch relativ weit hinten. Die anderen Produkte sind eher die, die wirklich sehr viele Proteine haben. Also der Co-Wash ist noch in Ordnung, was Proteine betrifft. Als nächstes kommen wir zum Conditioner, der hier in einer vollen Größe kommt. Hier haben wir beistehen, dass es ein revitalisierender Feuchtigkeitsspender-Conditioner für Locken ist. Er ist leicht, das kann ich auf jeden Fall noch bestätigen, sehen wir gleich. Trotzdem nahrhaft, stärkt die Haare. Enthalten sind eben hydrolysiertes Weizen, Soja- und Maisprotein, also auch viele Proteine, auch von der Menge her viel. Kann man eben sich schon denken, dass es eher was für Haare ist, die Proteine lieben. Soll eine sehr gute Balance zwischen Protein und Feuchtigkeit geben. Als nächstes hätten wir dann diesen Schaum, den ich euch gezeigt habe. Die Besonderheit hierbei ist jetzt auch wieder mit Proteinen. Wir haben hier hydrolysiertes Quinoa enthalten
Und Schwarzkümmelöl soll noch antibakteriell und entzündungshemmend wirken. Das ist auch alles sehr, sehr gut und sehr fördernd für gesunde Haare und Kopfhaut. Wie gesagt, wieder Proteine hier enthalten. Bei dem Schaum gibt es jetzt die Besonderheit, man könnte ihn auf zwei Arten anwenden. Einmal als Refresh-Produkt für den nächsten Tag, Haare anfeuchten, ein bisschen Schaum reingeben, dann könnte man wieder Volumen reinbekommen, mehr Definition und die Haare auffrischen. Aber ich werde ihn jetzt hier einfach regulär als Schaumfestiger benutzen, als eine Art Leave-In, da ja hier auch viele pflegende Inhaltsstoffe enthalten sind, vor dem Gel. Als letztes haben wir dann also noch das Defining-Gel. Das ist auch wieder mit hydrolysiertem Quinoa-Protein enthalten. Wir haben auch Rosmarinextrakt, das soll die Durchblutung stärken und Haarausfall vorbeugen. Also auch wieder ein Proteinprodukt, das man eben eventuell nach dem Schaum in die Haare geben kann, auch ohne den Schaum nur in die Haare geben kann. Da kann man sich durchtesten. Ich habe einfach die ganze Box genommen und deswegen alle vier Produkte hintereinander benutzt. Und zu guter Letzt natürlich noch diese wunderschöne Tasche. Wir sind hier bei dieser Lockenbox bei einem wirklich hohen Wert. Ich glaube, knapp 90 Euro waren das. Und man hat nur 31,50 bezahlt plus eine Marke und eine Produktreihe bekommen, die man so noch nicht im Handel kriegt. Wirklich wieder eine Lockenbox, die sich enorm lohnt. Und auch was ich bisher so über Facebook und Instagram gelesen habe, sind die Leute, vor allem die, die eben viel Proteine brauchen, extrem begeistert von dieser Box. Schauen wir uns also meinen Waschtag an, der unkompliziert, schnell und interessant war. Ich habe also zuallererst meine Haare richtig nass gemacht und mit dem Co-Wash die Haare gereinigt. Hierbei ist die Besonderheit, wenn ihr mit Co-Wash generell arbeitet, kennt ihr das wahrscheinlich schon für die, die es neu machen. Es ist eben nicht schäumend, da dürft ihr nicht verwirrt sein oder euch denken, warum schäumt das denn nicht, das soll doch eine Art Shampoo-Ersatz sein. Es ist so, wie ich es vorhin schon vorgelesen hatte, eine reinigende Spülung. Also es reinigt schon die Haare, aber nicht durch die Inhaltsstoffe, sondern durch das, was ihr dann macht mit dem Co-Wash. Ihr solltet nämlich wirklich gut mit den Fingerspitzen, ohne die Nägel zu nehmen, sonst reizt die Kopfhaut enorm, richtig dolle den Co-Wash einmassieren in die Kopfhaut. So eine Massage ist auch nicht schlecht, das ist durchblutungsfördernd, kann sich positiv auf das Haarwachstum auswirken und ihr nehmt halt einfach keine harschen Produkte für eure Haarreinigung und Kopfhautreinigung. Ich habe zusätzlich noch diese schwarze Kopfmassagebürste, die benutze ich ausschließlich für Co-Wash. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich verlinke sie euch unten natürlich in der Beschreibung. Da sind sowieso immer alle Produkte, die ich regelmäßig benutze, aufgelistet, die ich gut finde. Meine Erfahrung mit dem Co-Wash ist, die Haare haben sich nach, ich sag mal, 3 Minuten intensivem Reiben und Einmassieren sehr gut gereinigt angefühlt, nicht beschwert. Es hatte alles einen sehr angenehmen, ja, kaktusartigen, minzigen Geruch. Das finde ich an den Produkten sehr gut. Es ist nicht penetrant, wirklich sehr angenehm. Und meine Kopfhaut war definitiv sehr gut gereinigt. Nach dem Co-Wash kam dann direkt der Conditioner. Hierbei, wie ihr schon vorhin ja mitbekommen habt, es sind wirklich viele Proteine enthalten, auch relativ weit vorne, wenn ich so bei der Inhaltsliste gucke. Das bedeutet, dass wir hier natürlich darauf achten müssen. Für Haare, die mit Protein empfindlich sind, ist der Conditioner vielleicht schwierig. Klar, er bleibt nicht im Haar drin, also ist kein Leave-In-Produkt, aber selbst ich habe gemerkt, das ist jetzt okay für einmal. Ich habe ihn in späteren Waschgängen nochmal benutzt und da schon gemerkt, okay, das sind doch zu viel Proteine und es hat meine Haare leicht verknotet gemacht und nicht mehr so schön. Aber selbst ich mit proteinempfindlichen Haaren brauche ab und zu Proteine und dann ist der Conditioner wirklich gut. Meine Haare, vor allem die nicht blondierten, haben sich extrem weich angefühlt, extrem gepflegt, sehr gut versorgt. Trotzdem nicht beschwert, also der Conditioner ist wirklich sehr, sehr leicht, das finde ich ganz klasse. Ich kam sehr gut mit den Fingern durch, ich konnte die Haare gut entwirren, ich kam mit der Bürste durch. Das war wirklich top zum Entwirren und zum Pflegen. Danach habe ich dann das Mousse benutzt, da wollte ich jetzt nicht zu viel nehmen, dass es nicht zu klebrig wird, aber auch nicht zu wenig. Also ich habe so einen Pumpstoß oder zwei waren es, glaube ich, in die Hände gegeben, das schön in die Längen und Spitzen reingeknetet, verteilt und direkt darüber das Gel. Auch das Gel hat sich sehr, sehr gut angefühlt, das hat die Haare direkt richtig schön definiert und gebündelt, hat mir gut gefallen. Schauen wir uns das Endergebnis an, das ich schön finde. Mir hat vor allem hier die Leichtigkeit von diesem Look gefallen. Die unbeschwerte Pflege von dieser Produktreihe ist wirklich gut. Meine Haare waren schön entwirrt, sie waren sehr leicht, sie waren sehr schön wellig, ein sehr natürliches Ergebnis. Ich hätte tatsächlich im Nachhinein gesehen, mehr Schaum und mehr Gel nehmen können, dann hätte ich noch mehr Definition bekommen. Aber alles in allem finde ich das wirklich schön, wenn man bedenkt, dass meine Haare eher so Feuchtigkeitsjunkies sind und bei Proteinen ein bisschen zickig. Ich finde, das sieht man leicht, aber es ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Ich hatte schon definitiv schlechtere mit anderen Proteinprodukten und
ich sag mal einmal die Woche oder alle 2 Wochen mal kann ich auch Proteinprodukte verwenden und meinen Haaren zwischendurch mal das geben, was sie sonst so nicht kriegen. Mein Fazit ist also auf jeden Fall, dass die Produkte sehr pflegend sind, trotzdem leicht. Ich finde, es ist immer schwierig, diese Waage bei Produkten zu schaffen. Die Curlflow Flow Revive schafft das auf jeden Fall. Eben, wie gesagt, Protein enthalten. Deswegen, ich habe es an dem nächsten Tag nochmal probiert. Ich wollte nochmal mit dem Conditioner und dem Schaum nochmal in meinen Haaren arbeiten und gucken, wie sich das verhält. Aber ich habe direkt beim Conditioner schon gemerkt, zu viel Proteine, das geht leider nicht. Und musste wieder auf meine Feuchtigkeitsprodukte umspringen. Aber so ist eben das Konzept von Lockenbox. Es wechselt sich mit den Produkten ab. Nicht immer passt alles zu den Haaren. Manchmal sind es auch nur Teile der Lockenboxen, die zu einem passen. Das ist eben auch das Konzept. Durch die monatlichen Boxen kann man sich rantasten und auch für sich rausfinden, was die Haare lieber mögen. Ich werde diese Lockenbox also in der Lockenbox-Facebook-Gruppe verkaufen. Haltet da die Augen offen, falls ihr euch jetzt für diese Produkte interessiert. Ansonsten könnt ihr auch noch die Lockenbox bestellen. Werdet auch angezeigt bekommen, ob es dann die nächste ist oder ob ihr vielleicht noch die vom August nachträglich bekommt, wenn noch welche da sind. Ansonsten schreibt auch dort gerne den Kundensupport an, wenn ihr ganz gezielt jetzt zum Beispiel die Box noch haben wollt, fragt nach, ob ihr die noch kriegt. Der Kundenservice ist wirklich immer richtig super bei Lockenbox. Ihr erreicht immer jemanden, der euch sehr freundlich antwortet und weiterhilft. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder weiterhelfen. Falls ihr euch jetzt für die Lockenbox interessiert, wie gesagt, mein Code SARAH10 spart ihr bei der ersten Bestellung 10% und auch in dem passenden Shop von Lockenbox spart ihr 10% bei eurer Bestellung. Probiert's aus, ich kann es nur empfehlen. Und ich freue mich auch jeden Monat immer tierisch drauf, neue Boxen zu bekommen und neue und jetzt vor allem auch mal Produkte auszuprobieren, die es noch gar nicht gibt. Lasst doch einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Aktiviert vielleicht auch die Glocke, um künftig kein Video mehr zu verpassen und benachrichtigt zu werden. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut und bis bald.